In the year 2000X, a super robot named Mega Man. Hören die mich jetzt auch? Was created Dr. Light? Was created? Dr. Light created Mega Man. Mega Man. Hören die mich jetzt auch? To stop the evil desires of Dr. Wily. However, after his defeat, Dr. Wily created 8 of his own robots to counter Mega Man. Und um deine Frage zu beantworten, ja, die hören dich auch. Ja. Ja. Mega Man 2. Servus Leute, willkommen zu keinem neuen Projekt. Es ist in gewisser Weise ein Replay, eigentlich eine Vorbereitung auf den Mega Man Race Marathon oder wie ich ihn auch immer nennen soll. Mega Man 2. Natürlich mit meinem alten Kumpel Scarecrow wieder mal. Ja, ich bin auch wieder mit dabei. Ja, er ist gerade frisch umgezogen, hat jetzt wieder geiles Internet und kann sich wieder mal erfreuen total. Ja, wie gesagt, Mega Man Race Vorbereitung. Da das hier ja noch nicht zum Race hinzugehört, kann ich ein bisschen erklären. Der Osuma LP hat ein Mega Man Race geplant, wo die Teile 1 bis 6 gespielt werden. Jeder darf sie selber aufnehmen, so wie man will. Und es gibt Voraussetzungen, zum Beispiel keine Rewinds, keine Save States, keine Speed-Tasten, keine Schuss-Speed-Tasten und so weiter, bla bla bla. Toll. Und Mega Man 2 wird auf Difficult gespielt. Also, zack. So, Start Select Metal Man. Übrigens, ich kenne Mega Man 2 natürlich sehr gut. Ich habe schon ein Let's Play davon gemacht. Das heißt jetzt in gewisser Weise ein Replay, nur eben mit Partner. Und ja, ich werde mal versuchen, hier einigermaßen gut durchzukommen, um mich auf dieses Race vorzubereiten. Ich bin mal gespannt, wie gut ich in diesem Spiel noch bin. Denn wie gesagt, meine größten Schwächen sind ja eigentlich Mega Man 1 und... Ja, meine größte Schwäche generell ist Mega Man 1. Und ja, Mega Man 5 und 6 bin ich auch schon seit letzter Zeit heftigst am Trainieren. Und ihr seht wahrscheinlich, dass dieses Video eventuell länger ist. Ich werde Mega Man 1 hier natürlich am Stück aufnehmen. Mega Man 2 meine ich. Und die ganzen Race-Parts, die werde ich... Ja, da habe ich mir mehrere Methoden ausgedacht, wie ich das machen könnte. Nur leider kann ich eine Methode davon nicht verwenden. Nämlich... So, sag doch mal ein bisschen was über Mega Man 2. Mist! ja, die ganze Vorgeschichte wurde schon erklärt. Dr. Wily hat jetzt 8 seiner Roboter gebaut, um Mega Man ordentlich in den Arsch zu treten. Und Mega Man muss diese Roboter jetzt besiegen und auch Dr. Wily kalt machen. Ich höre jetzt hier die Musik jetzt zwar nicht, aber wie findest du die Musik im Vergleich zu Mega Man 3? Weil dort fand ich sie geil. Mega Man 3 ist natürlich mein Lieblingsspiel, das ist gar keine Frage, das wissen glaube ich einige Leute schon, die mich kennen. Ja, aber bei Mega Man 2 konnte man da auch schon die Bossgegner auswählen, welche man als erstes erledigt? Ja, das konnte man sogar bei Mega Man 1, aber... Komm. Oh, fuck! Ich weiß, dass die Musik im dritten wieder am besten war. Ja, so, ich muss ja natürlich mich sputen, denn das ist Race-Vorbereitung und so. Ja, natürlich Difficult. In Difficult hatten die natürlich einen Schlag mehr aus. Ich vergesse immer, dass das Difficult ist, denn normalerweise spiele ich sämtliche Spiele, die ich spiele auf normaler Schwierigkeitsgrad. So, da unten sieht man noch einen E-Tank. Aber den hole ich mir nicht, obwohl ich ihn eigentlich recht bräuchte, aber scheiß Flieger, jedes Mal, wenn ich aufnehme, kommt eine Fliege vor meine Fresse. Also wie gesagt, Race-Vorbereitung, ich werde versuchen, so schnell wie möglich durchzugehen. Durch zu rushen. Aber die Musik ist schon echt geil. Mega Man 2 hat einen geilen Soundtrack. Metal Man, der erste Boss. Ja. Ich spiele gerade irgendwie wie so ein Volldepp. Man sieht, heute habe ich den Skill nicht gefressen. Aber naja. Ich habe heute auch generelle Schwierigkeiten, der Scarecrow kann es bezeugen. Ich wollte jetzt gerade mathematische Schwierigkeiten sagen, wie komme ich auf so einen Scheiß? Technische Schwierigkeit meine ich. Fuck, wenn der mich jetzt tötet. Nee, scheiß drauf. Ich weiß, es ist Verschwendung, aber wie gesagt, Race-Vorbereitung.
So, verschwinde. Na, 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 na. Irgendwie spiele ich gerade so sauschlecht. Also wenn ich so auch im Race spiele. Ja, das kriegst du alles hin. Wie das gesagt, kriegst du alles hin. Wie gesagt, mein Ziel ist ja der zweite oder der dritte Platz. Für den ersten glaube ich nicht, dass es sich ausgehen wird. Dafür beherrsche ich einfach Mega Man 1 zu schlecht. Denn ich weiß, dass Mega Man 1 mich enorm zurückstutzen wird. Ich habe zum Beispiel bei Osoma LP geguckt. Er hat mich zusehen lassen, wie er Mega Man 1 spielt. Boah, das könnte ich niemals. Du. Flashman. Also das Lichtmann, der Lichtmann. Also ich glaube, Mega Man Teil gab es doch. Ey, das Level sieht ja cool aus. In Mega Man gab es doch so jede Art von Schlangenmann, ja. Schwermann, Feuermann, Pflanzenmann, ne? Ja, ja, da gibt's einige. Naja. Der Mega Man ist Kult auch mit, also von Capcom. Mega Man ist. Hast du damals, hat man da nicht drüber schon mal gesprochen, wo die Serie von Mega Man, die Kinderserie? Ja, die Cartoon-Serie, das habe ich glaube ich in irgendeinem Mega Man Part auch schon, danke, auch gesprochen. Weil Mega Man, das habe ich als Kind immer gerne geguckt. Ja, fand ich nicht schlecht. Die damaligen Kinderserien fand ich auch noch geil, weil die konnte man sich wenigstens nur angucken im Fernsehen. Weil die kommt ja noch aus dem Fernsehen. Ich habe die Serie sogar. Also ich habe sehr viele alte Serien, da zählt Mega Man natürlich auch dazu. Also die Cartoon-Serie von damals natürlich, nicht NT-Warrior, das ist beschissen. Zumindest finde ich es beschissen, aber das ist Geschmackssache. So. Natürlich will ich versuchen, das hier auch als Race zu behandeln, das heißt keine Zeit hier verschwenden. Ich komme gleich wieder. So. Hab der Scarecrow's Headset gehört, aber macht ja nix. So, schnell, 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 schnell. Danke. Und schnell wieder abhauen. So, die halten natürlich sehr viel aus in der. Warum schlage ich mich mit den. Shit, ich glaube, ich bin. Nein, 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 nein. Ich werde nicht drauf gehen. Ich frage mich, welche Zeit ich jetzt erreiche. Wie viel Leben? 4. Sehr schön. So, Flashman. Natürlich werde ich dieses Race hier. Dieses Race, sage ich schon. Dieses Video hier genauso behandeln, als wenn das mitten im Race wäre. Das heißt, Waffen sind natürlich erlaubt, E-Tanks sind erlaubt. Es muss keine Buster-Only-Challenge sein. Man kann das handhaben, wie man will. Und da hat der Scarecrow genießt. Gesundheit. Er hat schon wieder genießt. Gesundheit. Entschuldigung. Was? Entschuldigung, ja, es ist. Nicht, dass ich noch mehr irgendeine Erkältung einhole, aber. Macht ja nichts. So, jetzt sind ungefähr 8 Minuten 20 vergangen. Ich habe 2 Bosse geplättet. Ja, ich müsste noch ein bisschen aufholen. Ich lieg zurück, zeitlich. Also ich muss jetzt die ganze Zeit so im Race denken, agieren. Aber falls es dich tröstet, Scarecrow, wegen der Webcam, ich hab schon ein... Hast du eine Lösung? Naja, ich habe schon ein paar Videos mit Webcam aufgenommen, also Let's Play. Das ist das Replay von Mad Father. Da muss ich aber noch gucken, wo ich die Webcam platziere, denn da habe ich natürlich freie Hand, wo ich die Webcam jetzt im Video hinpacke. Und ich habe mir überlegt, vielleicht rechts oben in die Ecke, weil da steht ja unten Text und ich will ja, dass die Leute auch lesen können. Aber naja, ist ja ein Replay. Gridman Stage kennt natürlich jeder, ist der Albtraum vieler Spieler. Ich persönlich habe nie was gegen Gridman gehabt, aber naja, so 1, 2. Und schnell, nein, falsches, das da. Ich muss hier versuchen natürlich so sehr wie möglich zu raschen. So. Ja, das war jetzt eher langsam, aber egal. Ich kann die paar Sekunden noch rausholen. So, Flash, Time Stopper vielmehr. So, jetzt kommt's drauf an. Ich weiß, ich könnte mir den Time Stopper aufheben, aber
Scheiß drauf, ich verwende ihn. Und da wird ordentlich gewütet im Hintergrund bei Scarecrow. Nein, nicht gewütet, aber naja, Headset-Bewegung und so weiter. Das Problem kennt ihr eventuell von mir wegen meinen Schnitten manchmal. So, und zack und durch, jawohl. Das ist nice, wow. Und man hört irgendwelche Nüsse oder so. Chips. So, du haust ab. Hau ab, du Schweinehund. Mann, der hält ganz schön aus. So, den ignoriere ich mal. Die Schmatze. Nein, 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 nein. Fuck. Okay, mit so wenig Energie schaffe ich Quickman auf nie im Leben beim ersten Mal. Aber naja, ich versuche es. 11 Minuten, bin beim dritten Gegner. Habe ich einen E-Tank? Ich hab 2, geil. Bin mal gespannt, in welcher Zeit ich das jetzt schaffe. Ich gebe dir 10 Sekunden. Ich meine nicht den Gegner, ich meine generell von Mega Man 2. Fuck Man. Fuck Man vor allem. Ey, gibt's auch hier einen Fuck Man in irgendeinem Mega Man? Nee, gibt's nicht. Müsste es mal geben. Ah, nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Wehe. Oh. Wenn das das Race wäre, hätte ich schon einen E-Tank gezogen. So. Aber ich kann ja ruhig an Leben verbratzen, das macht ja nichts. Denn meine Race-Taktik, das habe ich zwar schon in ein paar anderen Videos gesagt, aber es macht ja nichts. Meine Technik für das Race besteht ja nicht darin, dass ich selber race, sondern dass ich mir versuche, ein bisschen Zeit zu lassen, damit die anderen durch ihren Race-Stress ins Verderben gelangt werden. So sieht meine Strategie einigermaßen aus. Und er ist tot. Jetzt mal so realistisch gesehen, ich gebe mir für das Spiel so, 40, 45 Minuten in etwa zum Durchspielen. Was sagst du? Sorry. Was ist das für viel, Krüno? Bubble Man! Was meinst du, wie lange brauche ich? Ich gebe mir so ungefähr 45 Minuten für das ganze Spiel. Was für das ganze Spiel? Ja. Oh, halbe Stunde vielleicht? Wenn so du gut bist? Fickt euch, Frösche! Ich glaube nicht, dass ich eine halbe Stunde brauche. Da müsste ich schon verdammt gut sein. So. Zack, zack, fuck. Stirb, Frosch. So. Ja. Oh, das war, glaube ich, beschissen gesprungen. Nein, gut, ging sich aus. So. Da unten kann abhauen, dann kann ich die Abkürzung nehmen. Jawohl. Das Gute ist, ich kann hier jetzt schon mal noch testen, wie ich welchen Weg auch im Race gehen kann, um eventuell Vorsprung den anderen gegenüber zu ergattern. Ja, genau so. Dann halte ich mich nicht auf mit Rumgeballere. So, zack, zack. Jawohl, genau so. So muss es im Race auch ungefähr laufen. Ah, ich bekomme ein Trauma, wenn ich dieses Spiel sehe. Weil das erinnert mich an Mega Man Overload. Also ein Hack, den ich gerade spiele von Gitrous Simon Losom LP, und glaub mir eins, der Hack ist nicht freundlich. Der Hack ist das Inbegriff des Bösen. Dann hänge ich in einer Stage fest. So, zack. Stirb doch, du Frosch. Moment, den nehme ich mit. So, dann kann ich hier draufhalten. Jawohl. Perfekt. Ich muss sagen, ich komme ganz gut voran bis jetzt. Ja, 15 Minuten, 4 Gegner down sind etwa. Naja, fast. Mahlzeit übrigens. Ja, danke.
So. Bubleman. Bubbleman. Was macht der? Blasen auf dich. Sterben, das macht der. Also es gibt, Moment, Catman, Gutsman, Elecman, Iceman, Fireman, Bombman, Bubbleman, Airman, Quickman, Heatman, Woodman, Metalman, Flashman, Crashman, Sparkman, Snakeman, Needleman, Hardman, Topman, Geminiman, Geminiman, wer ist nun? Magnetman, Shadowman und boah, bis ich die jetzt alle aufgezählt habe, da verliere ich die Konzentration. Ich muss mich auf das hier konzentrieren. Auf jeden Fall gibt es einen ganzen Haufen Leute. Auch so unnütze wie Mega Man 8, so Clownman. So, da fresse ich lieber den Schaden und gehe weiter. So. Scheiße, da hätte ich auch den Schaden fressen sollen, um weiterzugehen. Na, egal. Ja, das schaffe ich auch so. Ja, fresse ich Schaden, das ist mir egal. Ja, fresse ich nochmal Schaden, ist mir ebenfalls egal. So, der kommt weg. Ich muss die ganze Zeit denken, das ist ja der Hard Mode. Da halten die Gegner ja mehr aus. So. Die Musik ist episch in diesem Spiel. Geht sich das aus? Ja, geht. Okay, drei Schläge. Perfekt. So, ich bin mir sicher, die anderen Kontrahenten dieses Races sind schon heftigst am Trainieren. Mega Man 2 ist eigentlich nicht gerade der Teil, den ich trainieren muss, aber trotzdem, ich will nicht zu siegessicher sein. Das ist der Haken an der ganzen Sache, wenn man denkt, dass man besser ist als alle anderen und das stimmt dann nicht. Dann lande ich womöglich noch auf dem letzten Platz und das will ich nicht. Dann muss ich noch ein Spiel spielen, was mir die anderen Leute sagen. Nein? Ich will aber selber ein Spiel bestimmen. Moment, triff mich kurz. Nicht in die Richtung. Okay, nice. Oh ja, die Fetten. Ich glaube, ich sollte doch Metal Man ausgerüstet lassen. Ja! Vögel! Das war knapp. Wow, ich hab ihn weg. Was anders für ein Geräusch? Ich hab den Gegner weggebackt. So. Sieht bisher noch ganz gut aus für mich. Perfekt. Woodman habe ich nicht, also gibt's Mega Man. Mega Buster. Ja, ja, ja. So. Fuck, er schießt die Tornados genauso, dass es scheiße ist. Ah, das ist nicht so geil. So, und jetzt draufhalten, draufhalten. Fuck, aber scheiß drauf, er ist tot. Ich guck mal rein, Legend of Zelda. Mach mal auch mal irgendwann mal, fange ich auch damit an. Dann lade ich dich auch zum Gast ein. Ja, zum Gast. Das heißt, zum Gast. Legend of Zelda Link to the Past nehme ich da auf. Mein Lieblingsspiel, mein Lieblingsspiel in der Kindheit. Naja, ist für mich blind. Kenne ich gar nicht. Werde ich vielleicht auch mal irgendwann machen, aber naja. Ich war als Gast bei mir. Werde ich mich daran erinnern, was du alles gesagt hast. So, ja, da und da ist das Geheimnis. Ich meine, ich habe ein einziges Mal A Link to the Past gespielt, aber das war noch relativ am Anfang und das, ja, ja, nicht so viel. Zelda Link of the Past ist immer noch eines der besten Zelda neben Ocarina of Time. Ja. 2D ist es das Beste mit gewesen, würde ich sagen. Fast. Weil es einfach war umwerfend. Ich finde vor allem das Remake von Ocarina of Time geil. Das Ocarina of Time 3D.
Das würde ich mir gerne kaufen, aber. Ich würde es gerne Let's Playen, aber ich habe leider keine Capture Card. Das ist echt schade. Sonst würde ich auch Pokémon X machen. Also eine Capture Card ist ja leider sehr teuer. Ich habe momentan kein Geld für sowas. Moment, nein, 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 das wollte ich nicht. So, zack. So kann ich immer ein paar Abkürzungen nutzen. Ich muss alles nutzen, was mir hier irgendwie vor die Flinte kommt. Ja, Race. Also, das ist ja noch kein Race, aber das ist Vorbereitung auf Race. So. Ich will gucken, wie gut ich vorankomme, wenn es wirklich auf Zeitdruck geht. Ja, das war knapp. Mach, mach, danke. Ich wette sowieso, dass sich zu Beginn gleich jeder die Metalman-Waffe holt. Ja, das war mir egal jetzt. So, jetzt zwei. Ich muss sagen, ich bin eigentlich recht gut dabei. Auf das Leben, da pfeife ich jetzt mal. Perfekt. Ich möchte mit dir noch was bereden während des Videos. Und zwar, was sagst du zu deiner Meinung von Spielerwartungen zu Spielekrachern? Also wenn wir jetzt zum Beispiel Spiele rauskommen, und ja. Ja, die Trailers meinst du? Ich meine die Trailers und die ganzen Gameplay-Videos, die man vorher bekommt, die Informationen, die man vorher bekommt. Findest du das nicht in der heutigen Zeit ein bisschen scheiße, dass man heute viel zu viel vom Spiel vorher schon gesehen und weiß hat, bevor es rauskommt? Ja. Dass da irgendwo diese ganze Erwartung zu groß wird und dass dadurch auch man viel zu viel vom Spiel weiß, dass es dann eigentlich nicht mehr blind ist, aber. Genau. Und ich muss sagen, ich versuche, aber es ist halt zwar kaum möglich, weil durch Internet erfährst du ja heutzutage schon jeden Mist. Manche Infos, die später richtig korrekt sind, erfährst du ja schon ein halbes Jahr vorher oder so, ehe das Spiel rauskommt. Damals gab es das gar nicht, da bist du einfach überrascht worden. Ja, da kam das und das Spiel raus, was ist denn das genau? Da hast du höchstens mal vorher ein paar Zeitschriften davon gelesen, aber das war's dann mal, weißt du? Ja, damals gab es noch diese ganz coolen Anleitungen, diese Heftchen, die ja, dabei waren. Mhm. Oder in irgendwelchen oder in Game-Zeitschriften könntest du irgendwelche Lösungen oder Lösungsbücher und sowas. Mhm. Das war Hammer. Ja, aber diese Heftchen und so weiter, die gibt es heutzutage leider nicht mehr. Heutzutage wird alles ersetzt durch Ingame-Tutorials, die jeden auf den Sack gehen. Leider. Hm. Ingame-Tutorials. Kannst du auch diese Ingame-Einführung kannst du auch ausschalten. Nicht bei jedem Spiel. Ja. Bei Banjo-Kazooie geht es zum Beispiel, aber... Trotzdem. So, Woodman Stage. Ich habe auch ein Trauma von dieser Stage, von meinem Hack, weil ich arbeite zurzeit an einem eigenen Mega Man Hack, also an einem eigenen Mega Man Spiel. Und also von Mega Man 2 und da habe ich irgendwie einen Fehler gemacht in Woodman Stage. Ich wollte eigentlich eine unterirdische Passage machen, aber dann ging nichts mehr und ja, dann entstanden Fehler. Oh, ich habe bei eBay eine Bewertung bekommen. Schön, jetzt freue ich mich wieder. Bei eBay habe ich eine Bewertung bekommen. Seriöser Käufer, prompte Bezahlung, geschätzter Kunde, gerne wieder. eBay. Ja, nee, da hatte ich mir eine Brille, meine 3D-Brille gekauft und der Verkäufer hat mir jetzt eine Bewertung gegeben halt. Weil, wie ich so war. Ja klar, ist doch bei... Finde ich cool. Auf einmal sind wir diejenigen, die die Brille verkauft haben. Nee, ich habe nur. Nee, der kann Verkäufer auch keine Hochbewertung abgeben, wie ich mich verhalten habe beim Kauf oder beim. Ja. Ja, zum Beispiel, ob ich gestritten habe oder ob es Probleme gab mit Bezahlung und lauter sowas, weißt du. Und der hat mir. Ich habe nur Plusse bis jetzt bekommen.
Ja, Also klar. Plus heißt nur positiv. Ich kann es ja mal durchziehen. Ich habe 17, glaube ich, 17 Einkäufe, seitdem ich bei eBay bin, gemacht. Hier, Erst. Great Communication, a pleasure to business with. Also, ja gut, ich habe manchmal auch von englischen Seiten mir was gekauft. Good buyer prompt payment. Warlord customer highly recommend. Fast payment. Thank you for buying original Japanese item from otaku.com. Japanese Item. Ja. Genau. Oder Great eBayer. A plus 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 plus. Das ist bestimmt amerikanischer gewesen, weil A plus 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 würde bei 1, bei uns würde das heißen 1 plus plus plus. Weil es gibt ja in Amerika gibt es ja, glaube ich, gar keine Benotung, nicht per Zahn, sondern per Buchstaben, glaube ich. Ja, So, doch. Quickman. Oh Mann, ich spiele so scheiße gerade. Wenn ich mich so im Race anstelle, dann liege ich auch zurück. So, scheiß Vogel. Oder Antique Games habe ich eine Bewertung bekommen vom Verkäufer. Ein Stern am Ibelhimmel. So. Hier habe ich eine Bewertung. Da hat er mir trotzdem noch einen Plus gegeben, weil ich ein bisschen. Da habe ich doch so ein T-Shirt bestellt aus Amerika, was ein Silent Hill T-Shirt war. Und das Problem war, es kam nicht rechtzeitig an. Und zwar hatte der Zoll hatte das erst festgehalten bei uns. Und ja. Und der Zoll hat auch gesagt, dass der Verkäufer irgendwas nicht richtig gemacht hat, dass das halt ein bisschen Probleme gab. Und ich habe den halt eine neutrale Bewertung gegeben und keine positive. Und da hat der sich halt, war halt nicht zufrieden mit meiner Bewertung am Verkäufer. Ja, Weil der ich. allseits beliebte Zoll. Naja, und jetzt hat er mir eine Bewertung gegeben. Very difficult buyer. Also Schwieriger Käufer. schwieriger Käufer oder komplizierter, aber da steht. Would not leave positive if possible. Das heißt, irgendwie würde nicht positiv bewerten, wenn möglich, irgendwie. Oder irgend sowas. Ich weiß nicht, wie ich das übersetzen soll. Would not leave positive if possible. Also würde nicht positiv bewerten, wenn möglich, oder so, oder? Ja, so in der Art. Ja, ist egal. Naja, du mit deinen, keine Ahnung, 100 irgendwas oder ne, 14 eBay-Einkäufe hast du ja gesagt. Wir haben schon, keine Ahnung, ein paar Tausend oder mehr. Ehrlich? Keine Ahnung, Zehntausende oder so. Positiv, ich habe auch positive Bewertungen in den letzten 12 Monaten 100%. Also das heißt, wenn der Verkäufer das sieht, ja, dann kann er da auch davon ausgehen, dass ich schon mal, wenn ich zum Beispiel jetzt nach 30 Verkäufen immer noch 100% positiv habe, dann kann der davon ausgehen, dass ich nicht mal ansatzweise irgendwie Probleme mache oder irgendwie gar nicht bezahle oder was weiß ich. Das Ich sowieso meine, nicht. wenn man, sagen wir mal, mit irgendwas nicht klarkommt oder so, dann versucht man sich mit dem Verkäufer zu verständigen oder so, weißt du, und dann kriegt man trotzdem positive Bewertungen, wenn das jetzt nicht. Aber es gibt manche Leute hier, die versuchen durch bestimmte Tricks Kunden hier, Verkäufer irgendwie abzuzocken oder irgendwie, ne, gibt's ja viel. Gefaked wird überall. Ja, gefaked, genau, dass du irgendwie was kriegst und gar nicht Oh bezahlen musst Mann. oder was. Leben. Naja, ich habe die Bewertung jetzt bekommen, ich bin zufrieden. Bis jetzt Oh, bin ich veröffentlicht. ganz gut dabei. Fast 30 Minuten. Oder besser gesagt fast 29 und ist nur mehr ein So, Gegner da. das Video ist online von Part 5. Ist eigentlich schon die ganze Zeit fertig, nur ich habe es vergessen zu veröffentlichen. So, zack. Das wird jetzt eine Scheißpartie. Die Vögel da. Ah, fuck! Drecksviecher. Eine Frage, hast du eine Soundkarte bei dir drin, Wolf? Ne, beim Rechner. Ja. Ja, irgendeine bestimmt, aber die ist nicht für Aufnahmen zuständig. Also Ja, irgendwie. aber du, aber der Sound kommt bei dir nicht von vom Mainboard, oder? Pff, keine Ahnung. Scheiße. Weil es kann sein, dass du Mainboard-Sound hast und das ist nicht gerade das Beste. Naja, das sind ja nur Retro-Spiele, da brauche ich nicht so einen überwiegenden Sound. Ja, ich So. brauch eine gute Soundkarte. Weil ich ein Biodynamic Headset habe und ich brauche
Irgendwas, mit dem ich das gut befeuern kann, mein Headset, weißt du? Übrigens, ich bin bei 30 Minuten. Oh. Ich habe gesagt, so ungefähr 45. Mann. Könnte klappen. Ja. So, der da oben haut auch noch ab. Ich habe ihn sogar verfehlt. Also ich weiß noch, für Mega Man 3 habe ich fast genau 55 Minuten gebraucht. Und das habe ich nicht mal auf Speed gespielt. Das habe ich einfach so gespielt als Longplay. So, weg mit dir. Wenn man weiß, welche Waffen gegen welchen Bosskampf effektiv ist, dann sind die ja wirklich nicht so schwer. Vor allem in Mega Man 2 und Mega Man 1 sind die totale Luschen, die Gegner. In Mega Man 3 sind die schon härter. Also kann ich eigentlich, wenn ich jetzt hier höre, keine Musik hören? Was bei mir? Ne, bei mir auch noch. Ich höre, wenn ich YouTube hier gucke, höre ich immer nichts. Wily. Der übliche Übeltäter. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt müsste ich in 14 Minuten quasi durch alle Wily Stages rushen. Könnte schwer werden. Also wenn ich weiß, dass ich länger brauche als in Mega Man 3, dann bin ich schlecht, sehr schlecht. So. Wily Stage 1. Und da draußen werden schon wieder die Türen gescheppert. So, ich glaube, das hier ist die beste Fortbewegungsmethode. So. Nein, 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 nein. Dann nehme ich lieber die 1. Die braucht nicht so lange. Also bis auf den einen Zeitverlust bei Quickman bin ich eigentlich ganz gut dabei. Also kann ich ja keine Musik hören. Zack, zack. Weiter. Hier nehme ich lieber die 3, die ist mir zuverlässiger. Die Musik ist episch. So, wieder Metal Man. Ne. Er hat's überlebt? Na, scheiß drauf. Einfach weiter. Ist ja eine Race-Vorbereitung und da muss ich mich sputen. Shit, ich hab's sogar fast geschafft. So, die 1. Ich muss sagen, ich bin bis jetzt ganz gut dabei. Das war knapp. Aber alles erinnert mich an Rosenkreuz-Stilette. Ja. Das Spiel würde ich gerne mal von dir sehen. Was denn? Rosenkreuz-Stilette. Also schon mal Crysis bei mir gesehen, gespielt, der 1. Nö, Crysis interessiert mich nicht. Ach, da hast du aber was verpasst, auch ein Meilenstein. So. Eines der besten grafisch aufwendigsten Computerspiele. Ich wäre fast in den Tod gesprungen. So, komm her, Dragon. Nein, komm hoch. Ja, da fresse ich ruhig den Schaden. So, weg mit dir. Und du musst bedenken, das hier ist der Difficult Mode. Okay, mir bleiben noch so in etwa 11 Minuten. Könnte sich wahrscheinlich nicht ausgehen. Schade. Ah, mein Headset. Was denn? Nee, ich habe mein Headset fast weggeschmissen. Weg, 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 weg. Ich hab's eilig, Mann. Verschwinde. So, die 1 brauche ich noch. So, und jetzt los, 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 los.
So, hier nehme ich nur jedes zweite mit, wollte ich sagen, weil die ersten halten mich alle auf. So. Das ignoriere ich jetzt mal, das brauche ich nicht. Das wird jetzt dumm. Autsch. 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 Verschwindet. Leckt mich. So. Jetzt die drei. Ich glaube, das geht sich nicht aus von wegen Dingens. Das war gut. So. So komme ich viel schneller durch, als dass ich die ganze Zeit warten muss. So, einmal da. Fuck, ich hätte mich aufladen sollen. Scheißdreck. Naja, vielleicht schaffe ich auch so. Ich habe mehr als genug Leben. So. Ja. Einfach mal so schnell ballern wie möglich. Ja. Fuck. Ein Treffer noch, ich bin tot. Ja. Sehr schön. Draußen gehen Leute ein und aus. Und jetzt haben wir es 21.05 Uhr. Das ist schön. Okay, das Hauptquartier. So, ich gehe jetzt gleich Film gucken. Ja. Uncle Wolf. Ich brauche sowieso nicht mehr so lange. Wie lange? Ein paar Minuten brauche ich für dieses Spiel wahrscheinlich noch. Ja, okay, dann warte ich noch ein bisschen. Kein Problem. No problem. Oh, diese Stage, ich bekomme ein Trauma von der. Der Gitris Zusammen wird wissen, warum. Weil er und Ozoma LP haben ein Mega Man Hack gemacht von diesem Spiel und da hat Ozoma diese Stage so höllisch schwer gemacht, dass man die eigentlich nicht ohne Save Stage schaffen kann. Eigentlich, aber ich versuche. Ja! Logisch! Egal, scheiß drauf, ich komme hier noch schnell durch. Ich habe ja nur mehr diese Stage, dann die nächste, dann die Great Eight und Wily. Mehr ist da nicht mehr. So. Ja. Die Fische kann man übrigens töten, für den, der es nicht wusste. So. Toll, schon zwei Fails. Ja, okay. Jetzt bin ich gleich beim Boss. Ja, 45 Minuten, ich glaube, das geht sich nicht aus. Schade. Ja, leck mich. Leckt mich alle. Ich spring natürlich genau rein. So, Quick Boomerang. Ich habe zum Glück mehr als genug E-Tanks. So, komm her. Jetzt stell dir vor, das ist der Hard Mode von Mega Man. Hm. Der Hard Mode. Kannst du dir mal vorstellen, was für Luschen die sind im normalen Modus?
Gut, dann sind euch noch zwei Stages und Wily danach. So, gleich weiter, Moment. Gut, das C ist voll, das brauche ich hier. Ich werde dann zwar im letzten Endkampf kaum noch Waffen haben, aber Mann, aber es ist mir egal. So, hier in dieser Stage gibt es natürlich unsichtbare Böden. Ich weiß natürlich, wo diese Böden sind, damit ich ja nicht ins Nichts falle. Das wäre ätzend. So. Naja, ich gehe dann mal. Oder bist du gleich fertig? Ja, wie gesagt, nur noch diese Ja, ich. Stage, dann die Great Ja, Eight ich. und Wily. Ja, ich muss morgen arbeiten wieder. Und früh aufstehen. Zack, zack, zack. Ich meine, gut, ich halte dich nicht auf. Meinetwegen kannst du ja gehen. Ne, ich guck dir noch zu gerade. Wie schön du spielst. Naja, Hoffentlich läuft das. manchmal kann ich echt ganz Tag nur schlafen. Ja. Ja, ich kenne das. Vor allem, wenn man, ich meine, manchmal könnte ich das auch, wenn ich gar nicht arbeiten bin, aber wenn ich So. arbeiten gewesen bin, könnte ich ganz Tag nur hinhauen oder so. So, das hat Zeit gespart. Das muss ich mir merken fürs Race. Ach, man wird alt. Ja. Ich will gar nicht wissen, wenn man alt wird oder so, was man da macht. Natürlich pennt man da noch mehr. So, Ja, zack. ich habe gehört, dass man im Alter eigentlich weniger Schlaf braucht, oder? Nee. Eigentlich ist es umgekehrt. Je älter man wird, desto mehr schläft man. Oh nee, deswegen bin ich manchmal so schläfrig, ey. Das will ich auch nicht werden. Was, weil du ein alter Sack bist? Was gebe ich jetzt nicht alles dafür, einfach da unten in die Lücke reingehen zu können? Das würde mir beim Race Vorteile verschaffen. Aber das ist ja leider nicht erlaubt. Alles, was fair ist erlaubt, alles, was unfair ist nicht erlaubt. Ich will ja nicht disqualifiziert werden und auf dem letzten Platz landen. Das wäre natürlich behämmert. Ja, klar. Komm her, du Teil. Ich habe keine Zeit. So, zack. Moment, jetzt nutze ich den Quick Bomber an. Vielleicht ist der besser. Gegen diese Scheißteile. Gegen die da. Ja, perfekt. Aber du kannst mich mal. So. Ja, der Quick Bomber ist tatsächlich mächtiger. Ich meine, das habe ich zwar gewusst, aber. Dann gucke ich mir 3D Godzilla nochmal an. Der war so cool, der Film. Der neue Godzilla-Film. Boss. Viele mögen nicht, ich finde ihn nicht schlecht, also, ja. Ja, wie gesagt, jeder hat seinen eigenen Geschmack. So, nur mehr den Boss, dann die Great Eight und Wily. Mehr ist nicht mehr. Ja, jetzt werde ich getroffen, das weiß ich. Ja, die machen Schaden ohne Ende und schleudern mich zurück wie Sau. Ja, hier muss ich definitiv E-Tanks ziehen, das macht aber nichts. So, zack, zack. Mann, draußen laufen schon wieder Leute herum, das ätzt. Jedes Mal, wenn ich aufnehme. Ah. So, verschwinde Teil. So, die drei. Jawohl, ging sich aus. So. Fuck, ich hab nicht aufgepasst. Oh. Das schleudert mich total zurück. Wow, das war gut. Ja. Verschwinde. So. Boss erledigt, sind nur mehr die Great Eight. Und ich bin bei 45. Scheiße. So. Zwei Stages noch: einmal die Great Eight und einmal Wily. Weini. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wer wo drin wäre. Ich weiß, dass ganz rechts Metalman drin ist.
Also ganz rechts mittig. Ah, hier war Flashman, okay. Das Gute ist, hier sind zu viele Leute anfällig gegen die Metalwaffe. Ja, ja, halt die Klappe. So. Unten ist, glaube ich, Heatman. Nein, Crashman. Moment, er. Da. Was? Du springst jetzt schon? Du Ratte. Falsche Richtung. So, weg mit dir. So, der ist auch weg. In einem von denen ist Bubbleman. Ne, da war Quickman, dann ist weiter links Bubbleman. So. Der hat natürlich Crashman-Anfälligkeit, das ist aber scheiße. Ja, lauf mich über den Haufen. Ah, Quickman, ich hasse dich. Du bist ätzend, weißt du das? So. Quickman weg. Kommen wir jetzt zu Bubbleman. Also jetzt so gegen Ende packe ich nochmal ordentlich aus. Hm. Ja, scheiße. Ja. Scheiße, mir gehen die Metal Blades aus. Okay. Gut, ich mache jetzt doch schon Schluss. Ja. Gut, ich verabschiede mich dann mal im Voraus. Ja, und dann mache ich einen kurzen Schnitt gleich. Ja. Nicht, dass wir hier Probleme haben. Also, sag nochmal Tschüss. Ich verabschiede mich dann. Tschüss. Bis. Und ja, viel Spaß noch beim beim Let's Playen und Spielen, Uncle Wolf. Danke. Und tschüss. So, jetzt bin ich wieder alleine hier. Gut, dass ich einen Schnitt gemacht habe, sonst hätte man jetzt Skype-Fenster gesehen. So, jetzt ohne Scarecrows Unterstützung muss ich hier alleine weitermachen. Da war Heatman. So, Bubbles. Ich muss sagen, ich bin über meine Zeit gekommen, das ist nicht so geil. Ich glaube, ich bin in diesem Mega Man-Spiel schlechter als ich dachte. Das ist nicht sehr gut. Was, der lebt noch? Weg mit dir. Ja, und natürlich fügt er mir noch Schaden zu, ganz klar. So, da war glaube ich Woodman. Ne, Airman. Ich und mein Gedächtnis, ich bin so schlecht. Aber ich weiß, dass er Woodman als Schwäche hat. Wenn man hier sliden kann, das wäre so leicht. Fuck, das wird er wahrscheinlich abwehren. Nein, gar nicht. Weg mit dir. So, da unten war Woodman. Woodman hat natürlich mehrere Schwächen. Einmal die Metal Blade, mit Airman kann man ihn gut bekämpfen, mit Heatman. Moment, dann nehme ich lieber Airman. Weil die Metal Blades brauche ich noch. Schieß doch! Oh Mann. Meine Zeit wird immer schlechter. Ne, ich nehme die Metal Blades. Vielleicht geht's so schneller. Ja. Mir wird definitiv. So. Man hört einen Föhn, ausgerechnet jetzt kommen diese ganzen Störgeräusche aus jetzt. Was soll's, kann ich nichts dagegen machen. So, Metal Man. Moment. Trotzdem. Fick dich, Metal Man. Ja, da. Fuck, ich habe einmal zu viel geschossen. Denn ich brauche die Metal Blades und die gehen mir jetzt aus. Das ist scheiße. Man kann natürlich, wenn man es richtig timet, mit Crashman diesen Boss ganz leicht besiegen. Ja, jetzt geht mir natürlich die Metal Blade aus. Fuck, der prallt sogar ab. Egal, ich werde E-Tanks ziehen. Das habe ich nicht mit einberechnet, dass mir Metal Blades ausgehen. Fuck. So, wenn man das jetzt richtig anstellt, kann man ihn mit der Crashbombe ich habe keine. Fuck. Na gut, muss ich mit Megabuster. Fick dich, Wily. Okay, das muss ich definitiv noch besser machen. Aber wie gesagt, ist nur ein Race-Training.
Dann sehen die Leute wenigstens, wie ich mich versuche, auf dieses Race hier vorzubereiten. Man hört einen Föhn, das gefällt mir gar nicht. So, ich glaube, auf 55 Minuten komme ich doch. Kaum zu glauben, ich brauche für Mega Man 2 länger als für Mega Man 3. Das wundert mich doch. So. Ich habe zum Glück noch E-Tanks. Die Teile machen einen enormen Schaden. Von denen sollte man sich nicht berühren lassen. Schön friedlich alles. Zumindest noch. Nicht mehr lange. Jetzt geht hier gleich die Post ab. So. 51 Minuten. Komm her, Wily. Wenn man Wily mit einer anderen Waffe abknallt, dann füllt er sich die Lebensenergie wieder auf. Na egal, ich bekomme Schaden. Das ist übrigens für mich total verwirrend, wenn er da sein eines Bällchen da ballert und mit dem Hintergrund. Das war zu. Wow, das wäre fast zu früh gewesen. Ja. Ich glaube, die anderen Leute könnten für dieses Spiel auch ungefähr so lange brauchen wie ich jetzt. Ja, das waren glaube ich 3 Treffer, wenn ich mich nicht verguckt habe. Na, er hat mich getroffen. Mist. Ja. Ja. Ja, er ist tot. So, das Race wäre jetzt beendet. Also von offizieller Seite dürfte ich jetzt schon mit dem nächsten Teil weitermachen. Bum, bum. Dr. Wily ist besiegt mal wieder. Jetzt hat man auch noch die Hunde. Tut mir leid, Leute. Aber naja. Kann ich jetzt auch nichts mehr dagegen machen. Vor allem, ich muss mich entschuldigen für das ganze Geäße und Rumgeschmatze von Scarecrow, falls es irgendjemanden stört. Aber naja. Ich kann schlecht bestimmen, was die anderen Leute in meinen Videos tun sollen. Ich zum Beispiel halte mich zurück, wenn jemand was aufnimmt mit irgendetwas essen oder so. Weil ich das selber nicht so gern habe, aber naja. Dieses Video, Mega Man 2, soll einerseits als Replay erachtet werden, andererseits als Let's Race Vorbereitung, damit ihr seht, wie ich ungefähr durchgehen kann durch dieses Spiel. In Mega Man 3 bin ich noch besser. Und ja, die Zeit von Mega Man 2 und Mega Man 3 ist für mich so in etwa gleich. Natürlich mit dem ganzen Ending und so weiter. Aber ansonsten, ja, muss ich sagen, ist die Zeit hier eigentlich nicht so schlecht. Eigentlich. Staff. Metal Man, ja, jetzt kommen die ganzen Mans und irgendwelche japanischen Namen, die aus dem Telefonbuch rausgesucht wurden. Und man hört draußen wieder zigtausend Störgeräusche. Das tut mir leid. Aber nun ja, es ist mal abends, 21.22 Uhr. Und das ist logisch, dass bei mir störende Geräusche sind. Wie gesagt, dafür Entschuldigung. Aber naja. So, ich glaube, für das Race bin ich eigentlich gut gerüstet. Es gibt noch Mega Man-Teile, die ich natürlich noch üben muss. Mega Man 5 und 6 könnte ich noch ein bisschen besser werden. Mega Man 4 bin ich ungefähr so wie hier von der
Geschicklichkeit, also Mega Man 4 und Mega Man 2 dürften ungefähr gleichrangig sein. Mega Man 3 bin ich natürlich am besten. Und Mega Man 1 wird für mich die Katastrophe, weil ich das überhaupt nicht beherrsche. Ich werde auf jeden Fall, bevor Osoma den offiziellen Starttermin gibt, den offiziellen Startschuss, werde ich auf jeden Fall noch Mega Man 1 spielen müssen. Weil ansonsten habe ich da null Chance und lande auf dem letzten Platz. Und das will ich natürlich nicht. Außerdem kann man das hier auch als Mega Man 2 Longplay erachten. Oder Replay, wie ich schon gesagt habe. Und ich weiß nicht, was ich zu diesem Spiel eigentlich noch großartig sagen könnte. Ich versuche mir krampfhaft was zu überlegen, aber naja, wisst ihr was, Leute? Ich lasse euch einfach den Rest des Abspanns genießen. Und ich sage jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.